ein Digital Native. Digital Native könnte man direkt übersetzen mit einem digitalen Eingeborenen. Das heißt also jemandem, die oder der mit digitalen Medien aufgewachsen ist und sie deswegen entsprechend souverän und ganz selbstverständlich bedienen kann. Und in Abgrenzung dazu gibt es den Begriff des Digital Immigrants, also eine Person, die erst im Laufe des Lebens mit digitalen Medien, mit digitaler Technik konfrontiert wurde und die sich entsprechend die Nutzung, die Bedienung digitaler Medien und auch Plattformen erst erarbeiten musste, erst daran gewöhnen musste. Und die Theorie dahinter ist, dass Digital Natives ganz ohne große Berührungsängste und deswegen auch viel souveräner entsprechend mit digitalen Medien umgehen können. Dieser Begriff Digital Native und auch diese Abgrenzung Digital Immigrant stammt von Mark Prensky. Mark ist Lehrer in den USA und hat sich mit Game-Based Learning unter anderem beschäftigt und hat eben diese Begriffe geprägt. Naja, und also so in der Theorie klingt diese Unterscheidung klingt wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr tragfähig. Ich halte sie trotzdem aber für nicht ganz unproblematisch, gerade den Begriff des Digital Natives, weil er doch irgendwie suggeriert, dass wenn man sich mit digitalen Medien auskennt, wenn man sie ganz selbstverständlich bedienen kann, wenn man sich in den Plattformen souverän bewegen kann, dass man dann entsprechend über Medienkompetenz verfügt. Und tatsächlich ist aber so, dass Medienkompetenz viel mehr ist, als einfach nur die digitalen Geräte, die digitalen Medien bedienen zu können. Nämlich dazu gehört unter anderem auch, so kritisch zu hinterfragen, wie funktionieren diese Medien, was verbirgt sich dahinter, was verbirgt sich hinter diesen Plattformen, wie funktionieren sie, was sind die Absichten dahinter und so weiter. Und dazu gehört tatsächlich mehr als nur mit digitalen Medien aufgewachsen zu sein. Und aus diesem Grund finde ich den Begriff des Digital Native problematisch, weil er eben davon ablenkt, dass Medienkompetenz etwas ist, das wir uns idealerweise alle erarbeiten müssen. Und außerdem gibt es noch eine andere Idee, die mir gerade einfällt, nämlich, wenn wir mal überlegen, das Internet ist inzwischen 50 Jahre alt, über 50 Jahre alt. Das heißt also, unter den Digital Immigrants, also denjenigen, den älteren Menschen, die eben mit digitalen Medien erst aufgewachsen sind, muss es zwangsläufig auch solche geben, ich würde sie mal nennen Digital Founders, die das Internet und die Plattform überhaupt erst erfunden haben. Das heißt also, ganz so einfach, ganz so dichotom funktioniert diese Unterscheidung nicht zwischen Immigrants und Natives. Das heißt also, und das bestätigt übrigens auch die Studienlage, dass Medienkompetenz nicht unbedingt vom Alter abhängig ist, sondern von zahlreichen anderen Faktoren, wie beispielsweise der sozioökonomischen Herkunft, der Möglichkeit, ob ich beispielsweise die Möglichkeit hatte, im Rahmen der Schulbildung Medienkompetenz zu erwerben oder im Rahmen des Studiums, der Ausbildung und so weiter und so weiter. Also Digital Native, ein attraktiver Begriff, aber ein kritischer Begriff.